So, und damit kommen wir auch zum letzten Teil des Old But Gold. So, zap, 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 zap. Moment, falsch. So, Angle Down brauche ich nicht. Nämlich zu dem Super Metroid-Teil. Und zwar dem Randomizer. Man sieht schon daran, dass Intro ist nicht vorhanden. Das ist dann so bei einigen Randomizern, glaube ich, so. Und joa. Wir wollen doch mal gucken, dass wir hier relativ gut durchkommen. Ich glaube, der Seed war 1413556. So irgendwas in der Hinrichtung. In der Hinrichtung? Fast. In der Richtung. Yay, ich kann Wandsprung. Das konnte ich vorher nicht. Was muss ich machen, damit hier Ridley kommt? Da. Also irgendwas in der Richtung, glaube ich, war das Seed. So. Wir lassen es einfach schnell schlagen, dann können wir hier weiter. Ich glaube, ich muss niemandem erklären, wie Super Metroid funktioniert. Ich war ja der es am wenigsten konnte damals, vor 5 Jahren. Das dürfte sogar gut hingekommen sein. Ich glaube, Super Metroid habe ich damals doch so Beginn des Jahres 2010 gemacht. Und ich hatte wirklich keine Ahnung von dem Spiel. Ich wusste nicht, was Samus alles kann. Ich wusste nicht, weil... gut, ich wusste schon, wer Samus ist. Ich habe ja sowohl Smash Bros. Davor gespielt. Ich habe auch... Dingens. Ich habe Metroid Fusion und Metroid Zero Mission gespielt. Nur ich habe Super Metroid nie gespielt. Ich bin einfach beim Super Nintendo nie dazu gekommen, es zu spielen und... Joa, dann habe ich es als Let's Play mal nachgeholt. Und habe dann gesehen, das Spiel ist eigentlich voll cool. Habe es dann danach noch ein paar Mal gespielt. Dann kam irgendwann die Randomizer und mir gedacht, okay, cool, als Randomizer kannst du es auch nochmal spielen. Und joa. Habe es dann so auch nochmal gespielt, ein paar Mal. Und das ist jetzt auch nebenbei so ein Komplett-Randomizer, sprich, alle Items können mit allem vertauscht sein. Also da, wo ein Missile Pack ist, kann auch der Gravity Suit rumliegen und umgekehrt. Die Karte werde ich nicht zu 100% erkunden nebenbei. Das, glaube ich, muss nicht sein. So, wir sind auf Planet Zebes und wollen mal suchen gehen. Mal gucken, was wir so finden. So zum Anfang. Ich bin echt gespannt. Es gibt so ein paar Sachen, die hätte ich am liebsten sehr, sehr früh. Dazu gehört der Morphball. Dazu gehört die Morphball-Bombe. Und wenn keine Bombe, dann wenigstens halbwegs früh Powerbomben. Das fände ich echt nett. Na, dachte ich, komme da noch rüber. Irgendwie sowas in der Art. So, nehmen wir noch ein bisschen einspielen. Erstmal ist schon wieder ein bisschen her, dass ich das letzte Mal einen Randomizer gespielt habe. Oder allgemein Super Metroid. Zumindest nicht in diesem Jahr. Aber gut, schauen wir mal. Also, unser erstes Item. Gleich hier links. Ist... der Morphball. Das ist schon mal ganz gut. Nehme ich. Damit komme ich schon mal in ein weiteres Item dran. Und zwar hier links. Ups. Da wollte ich oben jetzt nicht gegenspringen. So, damit kommen wir hier nämlich an... Powerbomben direkt dran. Gut. Moment, wir kommen noch ein zweites Item dran. Nee, kommen wir nicht. Ich komme da hinten durch die Tür nicht durch, weil mir... Dingens fehlt. Raketen. Aber ich komme woanders dran. Gut, merken wir uns, da hinten sind noch 1, 2, 3, 4. 4 Items sind da rechts noch. Moment! Ich kann gleich nochmal zurückgehen. Gehen wir erstmal hier das Item holen. Wobei, nee. Gehen wir direkt runter. Also Morphball und Powerbomb zum Start sind schon mal ganz nett. Ich kann hier links noch durch die Wand.
beim Morphball. Und zwar kann man hier Huch. What? What? Ach so, es ist noch nicht gespawnt, weil ich die Gegner noch nicht gespawnt sind. Dementsprechend existiert da das noch gar nicht. Ah. Das ist doof. Jetzt habe ich eine Powerbombe damit verschwendet. Aber gut, ich gehe gleich wahrscheinlich eh nochmal kurz an meinem Schiff vorbei und so. Ich muss erst durch diese Tür gehen, damit Gegner überhaupt spawnen und alles. Deswegen war da auch noch kein Item. Gut, das wusste ich nicht. Dass da das Item erst kommt, wenn die Gegner alle da sind. Wir können auf jeden Fall schon mal hier unten mal gucken. Denn hier ist der Grapple Beam. Oder Grappling Beam, wie es hier steht. Egal. Das ist cool. Den so früh zu bekommen, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Jetzt geht er hoch, Samus. So, dann gehen wir jetzt nochmal kurz aber da unten zurück, wo ich gerade hin wollte. Denn jetzt sollte da was sein. Hoffentlich. Jetzt sind auch die ganzen Gegner überall da. Schauen wir mal. Sie waren noch da? Ja, gut, ich muss sie nochmal wegspringen. Ja, jetzt haben wir auch unser Super. Jetzt können wir auch nach rechts. Gut. Es fängt schon mal gut an, muss ich sagen. Ja, doch. Doch, doch, der Anfang gefällt mir. Bisher. Das heißt, wir können jetzt rechts hier nach nochmal zwei Items gucken. Für das andere brauchen wir noch Speed Booster. Und bei einem Item müsste ich eventuell ein bisschen tricksen. Okay, es sind noch Raketen. Dann hole ich die, wenn ich Speed Booster habe. Ansonsten müsste ich jetzt hier halt mit Damage. Bei Moment, jetzt muss ich kurz mal was gucken. Wo war das nochmal hier, ne? Da? Reicht das so gerade nicht? Es reicht wirklich so gerade nicht. Yo! 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 Hallo High Jump Boots. Okay, wir können die Raketen doch holen. Okay. Das Easy Miser, ne? Yo. Gut. Wir müssen da sowieso irgendwann später nochmal zurück, um da noch ein paar Sachen zu holen, die da rechts sind. Aber, ups. Ich merke mal nicht. Das ist eigentlich ganz nette Sachen, aber ich sehe schon kommen, dass ich dann die richtig guten Sachen ganz, ganz spät bekomme. Aber so ein High Jump direkt von Anfang an, sage ich nicht nein zu. Das finde ich cool. Ja. I agree. I agree? Egal. So, die Sache ist nur, jetzt habe ich jetzt noch zwei Powerbomben. So, kommen wir mal gleich direkt vorne eigentlich zu einer Stelle, wo ich eigentlich lange nicht wusste, dass es da auch was gibt. Nämlich, jetzt muss ich kurz mal gucken, machen wir euch erstmal hier weg. So, nehme ich hier nach rechts. Ja, das war gut. So, jetzt muss ich beeilen, bevor das hier wieder zugeht. Was mache ich? Ich falle erstmal runter. Aber ich glaube, es geht nicht zu. Okay, hoffen wir mal, dass ich nicht noch mehr Powerbomben brauche dahinter. Wobei, kam hier nicht starke... Wobei, braucht man nicht hier eventuell sogar den Speed Booster? Ja, ich glaube, hier brauchte man den Speed Booster, um nach oben zu fliegen. Ich glaube, ich bin gleich tot. Schauen wir mal. Ich dürfte das wahrscheinlich gleich nicht überleben. Das ist ein Energietank auf jeden Fall. Aber nee, ich brauche den Speed Booster. Wir sind tot. Buff. Fängt ja schon mal gut an. Yes, return to the game.
Was? Nein, ich wollte nicht raus. Wir dürfen jetzt nochmal hier anfangen. Nebenbei. Gut, ich wusste gerade nicht mehr, was man genau da nochmal alles brauchte. Von daher haben wir erstmal schon mal einen kleinen Fail zum Start und dürfen uns den Anfang jetzt nochmal anschauen. Aber wir wissen ja zumindest, dass wir schönes Zeug wir direkt am Anfang bekommen. Aber wie gesagt, diese eine Stelle, die kannte ich auch echt lange nicht, bis ich dann mir mal 100% Runs angeguckt habe und dann plötzlich sehe, what? Da ist was? Das wusste ich nicht. Na gut, das heißt, ich komme da nochmal hin, wenn ich Speedbooster und Ice Beam habe. Und wir müssen ja sowieso nochmal hierhin zurück, wenn wir den Speedbooster haben. Um hier noch ein paar Items zu holen. Dann gehen wir hier nochmal den ganzen Weg ganz ruhig runter. Holen uns hier gleich noch den Morphball. Sowieso, die ersten paar Items, da muss ja auf jeden Fall irgendwas sein, womit man überhaupt weiterkommt. Also man bräuchte ja entweder Morphball. Also Morphball braucht man, glaube ich, auf jeden Fall am Anfang. Oder man gibt einem direkt die Screw-Attack. Das ginge auch. Weil man muss am Anfang ja an einer Stelle an irgendetwas durch, wo Bomben sind. Und solche Stellen kann man halt auch ganz gut mit Screw-Attack kaputt machen. So, gehen wir nochmal die Powerbomben. Nee, 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 nee. So, dann müssen wir jetzt erstmal zuerst den Gegner spawnen und danach uns die Super-Missiles nochmal holen, um danach an die Raketen und an den High-Jump nochmal dran zu kommen. Nebenbei, die Gesichter haben sich gerade zu uns gedreht, falls ihr es nicht gesehen habt. Habe ich, glaube ich, vorher nicht gesagt. Ist mir aber auch gerade zum allerersten Mal aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. So. Dich weg und dich weg. Dich noch weg. Dich weg. Und dich, lieber Freund, auch. So, dann gehen wir nochmal hier unten, holen uns nochmal den Grappling Beam. Grappling, Grapple. Ich weiß, ich sag lieber Grapple Beam. Ist ja im Endeffekt das gleiche, ob nun greifen oder greifen. So, dann laufen wir zurück und holen uns noch den High Jump. Wieso auch nicht? Wenn uns das schon quasi angeboten wird. Ich mag Super Metroid. Das ist mein Lieblings-Metroid-Spiel. Einfach weil es man auf so viel unterschiedliche Weisen durchspielen kann. Das ist einfach so cool. So, danach links möchte ich nebenbei nicht weiter. Da sind starke Gegner, die mich gleich one-hitten werden. Von daher lassen wir das. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht lang, wenn ich ehrlich bin. Ich muss mir auch noch nebenbei dieses Gamepad gewinnen. Das ist nebenbei noch ein ganz neues Gamepad, was ich mir extra halt für Retro-Spiele geholt habe, weil es ein Digipad hat. Mein anderes Gamepad, was ich habe, hat keins. Also hat schon eins, aber wer von euch den Xbox 360-Controller kennt, der weiß, was für eine Art von Digipad das ist. Das ist nicht gerade das Schönste. Weißt du, die Dinger können Powerbomb geben? Okay. Na dann. Könnte ich eigentlich. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke. Moment, ich muss mal kurz was gucken. Braucht man da oben zwingend den. Kann ich jetzt mal da reinspringen? Moment, töten wir dich erstmal. Braucht man da oben zwingend? Ja, da braucht man. Ich war mir gerade nicht sicher, ob man da wirklich den Speedbooster braucht, aber an der Stelle ja doch. Sonst hätten wir uns da oben auch nochmal zwei Items holen können, aber nee. So, da wollen wir jetzt mal weiter erkunden, nachdem wir jetzt den Anfang zweimal sehen durften. Gib mal jetzt ein bisschen Energie. Also wie gesagt, neues Gamepad X, extra mit Digipad für ältere Spiele. Und es ist ein richtig schönes Digipad, aber ich habe noch nicht so oft damit gespielt. Von daher müssen wir erstmal nochmal gucken. Eingewöhnen und alles.
Jo. Nur mal gucken, ich denke mal, hier werde ich es wahrscheinlich nicht in einem Part oder in zwei Parts schaffen. Das wird wahrscheinlich schon ein bisschen länger gehen. Ich werde wahrscheinlich erst am Ende entscheiden, wie lang jetzt auch die Chip und Chap und Donkey Kong Parts geworden sind. Also ob es jetzt ein oder zwei Parts sind. Ja. Je nachdem halt, wie lange Super Metroid ist, weil ich möchte jetzt das, ich sag mal, das 20.000 Abo Special jetzt auch nicht über 2 Wochen laufen lassen. Ich habe mir gedacht, das reicht ja, wenn ich das quasi über so eine Woche verteilt hochlade. Und dann einfach immer so zusätzlich zu den normalen Parts einfach jeden Tag so einen Part Special einfach. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich die beste Wahl. Ich wollte eigentlich aufwärts, nicht abwärts. Kann ich dich erstmal abschießen? Habe ich ihn erwischt? Ja, habe ich. Eigentlich kann ich auch den ganzen Weg ganz normal hochspringen. Ich habe ja die High Jump Boots. Ich kann sowieso springen bis in die Unendlichkeit. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier wollte ich, glaube ich, einmal rein. Ne? Ja. Für noch mehr Powerbomben. Gut. Nehme ich. Ich werde wahrscheinlich auch die Karte und so holen. Einfach mal, um sicher zu gehen, dass ich auch alles habe. So, jetzt will ich mal gucken. Kriege ich das hin? Da kann man nämlich, wenn man, ja, schnell genug springt oder sich schnell genug in den Morphball macht, einfach auch so durchkommen. Dann muss ich da jetzt nicht extra noch eine Dingens verschwenden. Eine Powerbombe. Ich werde aber sowieso gleich nochmal kurz zu meinem Schiff gehen. Ich muss jetzt kurz gucken. Eigentlich hätte ich schon so gerne die Map-Daten. Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo die waren. Und ich habe sie gefunden. Okay. Ich kann auch vor allem zum Speichern gleich nochmal zu meinem Schiff gehen. Ich arbeite hier nicht mit Save States, sondern einfach nur mit, ja, was mir das Spiel halt gibt, so an Speichermöglichkeiten. Deswegen speichere viel, speichere oft und du bist glücklich. Jo. So. Einfach zurück. Unterwegs können wir noch bei der jetzt muss ich kurz nachdenken. Das war keine Shoso-Statue, das war eine Torizo? Hieß der Torizo? Ich weiß es gerade nicht so genau. Ein bisschen Heilung nehme ich dann doch mit. Weißt, die können Supers geben? Okay. So. Kleiner Funfact zu dem Gegner. Der bewegt sich nur, wenn er die Bomben als Item hat. Die er nicht hat, sondern einen Energietank. Von daher werden wir nicht gegen ihn kämpfen. Anders ist er nicht drauf konzipiert. Also, der ist anscheinend so programmiert. Oh, du hast die Bomben aufgehoben? Okay, kämpfen wir. Oh, du hast was anderes aufgehoben? Nö, ich hab keinen Bock. Nö, wie kämpfen? Was? Nein. Will ich nicht. Nebenbei, falls man jetzt hier keine Supers hat oder keine Powerbomben, um sich da gleich wieder rauszusprengen. Kann man? Wenn ich das mal hinbekomme. Moment. Wenn ich mal den Sprung hier. Wenn ich mal wieder einen Wandsprung hinbekommen würde. Kann man versuchen, sich da rauszurollen. Indem man einfach hier. Komme ich nicht einfach sogar so ran? Indem man der Stelle dort einen Wandsprung macht, mit dem ich. Ich bin gerade so blöd für Wandsprünge, wenn ich ehrlich bin. Jedenfalls macht man einen Wandsprung, kommt da in die Lücke hoch und verwandelt sich schnell zu einem Ball. Alternativ kann man auch hier durchgehen. Ich habe es bisher immerhin schon einmal hinbekommen, wenn auch jetzt nicht gerade onscreen, aber ich habe es einmal hinbekommen. So, gehen wir mal da rein. Onscreen ist mal sowieso immer schlechter als privat. So, einmal aufladen. Speichern. Und weiter geht's. Richtung Brinstar. Also es ist ein bisschen schwer da reinzukommen. Also ich würde es vielleicht nicht unbedingt jedem empfehlen, der vielleicht nicht so viel Erfahrung mit diesen, mit solchen paar guten Sprüngen hat. Ansonsten könnte man auch so wieder zurückkehren.
So, wollen wir doch mal gucken, was uns hier unten erwartet. Zwei Gegner erstmal, in die ich einfach reinlaufe. Yo! Laufe ich zurück nach Brinster? Ich überlege gerade. War da Wasser an der Stelle? Ich weiß es gerade nicht. Eventuell war da auch an der Stelle, wo ich hin möchte, Wasser und deswegen kam ich da nicht dran. Ich warte noch, bis ich den Icebeam habe. Dann kann ich mir auch das andere direkt da unten holen. Dann kann ich zwei Sachen gleichzeitig holen. Aber ja, ne? Wir haben jetzt Speed Booster, wir haben High Jump. Joa, ne? Ich brauche damit keinen Mockball. Jetzt hätte ich gerne noch einen Suit, damit ich keinen Hellrun machen muss. Ich kann ja trotzdem mal versuchen, den Mockball zu demonstrieren, denn hier ist gleich eine Stelle, wo man das machen müsste. Auf der rechten Seite. Ich gucke nur gerade nochmal, was links war. Wenn ich mich recht erinnere, waren hier die Karte. Daten. Holen wir uns die einfach auch mal. Wie gesagt, ich möchte auch gerne die Karte mitnehmen, dann habe ich danach einen Überblick, wo ich schon war und wo nicht. Achso, du brauchst zwei Schläge. Nee, schieß doch nicht auf mich. Schieß nicht auf mich? Greif mich nicht an. So, um es mal kurz zu demonstrieren, mache ich mal eben den High Jump und Speed Booster mal aus. Also, man muss an der Stelle hier schon mal springen. Sprungknopf gedrückt halten unten und voll darunter fallen. Ja, das hat fast geklappt. Ich werde es noch ein paar Mal probieren. Einfach nur, um es zu demonstrieren. Ich kann es halt eben nicht ewig... Ihr könnt mir auch Powerbomb geben? What? Das ist mir auch neu. Also ich kann es nicht ewig probieren, weil ich jetzt nicht unbedingt so viele Powerbomb habe, um da durchzupreschen, aber... So. Also unten gedrückt halten beim Fliegen und genau so. Also während man noch die Sprungtaste gedrückt halten, unten einmal kurz drücken, dass man nach unten guckt und kurz bevor man den Boden berührt, nochmal unten und dann schnell zur Seite. Damit man quasi da schnell weiterrollt. Dann hat man quasi die Geschwindigkeit, die man normalerweise hat, auch als Ball. Ich kann die Dinger nebenbei wieder anmachen. So, dann haben wir hier noch was. Powerbomben. Und wie ist es sich auch so schön... Hier ist quasi ein Secret im Secret im Secret. Denn hier hinter ist noch was. Ein Reservetank, ja. Ja. Hier sind so schön Kappa-Tanks. Nicht unbedingt die hilfreichsten Sachen, aber was man hat, das hat man. Und wenn man 100% machen möchte, braucht man es sowieso. So, dann machen wir mal hier nach oben. So, einfach ganz ruhig alles hier abschießen, bevor es mich abschießt. Oder tötet. Oder was auch immer mit mir macht. Hallo, Screw Attack! Yo! Easy Miser Extreme confirmed. Ich sehe schon, komm, ich muss einen Hellrun machen dafür. Dafür, dass ich so viele Sachen bekomme, muss ich 100%ig einen Hellrun machen. Sprich, ich muss durch Norfair durch ohne... Ohne... Ja, ist das nochmal ohne... Ohne Suit, genau. So, gehen wir erstmal da unten lang. Da braucht man nämlich eine Powerbombe, um weiterzukommen. Wobei, ich glaube, hier musste ich auch nochmal kurz als Kugel rein. Denn hier sind diese kleinen Viecher, die mich aussaugen möchten. Die geben aber auch nämlich wieder Powerbomben zurück. So, jetzt muss ich gucken... Nicht so weit. Die drei Felder davor sind, glaube ich, das Loch. Ja, ich glaube, das war gut gesprungen. So, haben wir hier nochmal ein paar Raketen. Dann haben wir hier drin noch... Supers. Auch super. Hm.
echt schon krass, was ich jetzt schon alles erkunden kann, einfach mal, weil ich so viele krasse Items schon habe. Und runter. Wo ich gerade hier bin, ich gehe mal speichern. So ab und zu sollte man vielleicht so eine Speicherkammer mal mitnehmen. Auch wenn die gerade echt am entlegensten Ort der Welt liegt, aber... Was man hat, das hat man, ne? So, hier noch schnell durch. Und die Dinger kann ich jetzt einfach alle schön wegscrewen. Und nochmal ein paar Powerbomben sammeln. Ja, du da unten, viel Spaß dir, ne? So, und hier lernen wir quasi den Wandsprung. Oder es wird uns gezeigt, so ein bisschen, wie der funktioniert. Wenn ich mich nicht nebenbei in einen Ball verwandeln würde. So. Und hier bekommen wir noch mehr Super Missiles. So, mit einem guten gezielten Mockball kommt man hier auch durch, ohne runterzufallen. Aber an der Stelle kriege ich ihn, habe ich noch nie hinbekommen, von daher. Fun Fact, ich kriege Walljumps an rechten Wänden leichter hin als an linken, sagte er und fiel in den Abgrund. Manchmal kommt man auf dem Gamepad auch halt eben nochmal auf eine andere Taste und verliert dadurch seinen Sprung. Das ist wiederum in den späteren... Oh, nicht zu schnell. In den späteren... nicht Super Metroid. In den späteren Metroid-Teilen, ich sag mal, ein bisschen besser gemacht. Da fliegt man nicht direkt runter. Wenn man einmal quasi diesen... sag mal, seinen Lauf verliert. So. Hier wollte ich jetzt nicht zu schnell gehen, weil... Also ich habe zwar genug Energietanks, aber wenn ich hier runterfalle, gleich rechts... hier, komme ich in einen Bereich, wo ich Dingens brauche. Wo ich einen Scheinsbug machen muss, um wieder rauszukommen. Und der kostet mich halt so ein kleines bisschen Energie und den möchte ich nicht zwingend gerade machen. So, eigentlich kann ich alle Gegner auch einfach durch eine Screw Attack töten. Einfach in sie reindrehen. So, schauen wir mal, was wir hier oben haben. Hier müssen, glaube ich... Ich kann ja mal ausnahmsweise mal den Weg nehmen, den man hier eigentlich nehmen würde. Ich habe diesen Weg noch nie so benutzt. Ich bin noch nie so hier hochgegangen. Ich habe einfach immer den Walljump gemacht. Selbst wenn man keine High-Jump-Boots hat, kann man hier einfach ganz bequem hierhin, Moment, hierhin, hierhin und dann hierhin. So, jetzt können wir aber auch hier nach links weiter, da wir die Powerbomben direkt haben. Und da ich vor allem eine Screw-Attack habe, die mir diese Gegner direkt tötet, weil die sonst mich töten. Man hat eben gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat. Ich glaube, muss ich es nochmal demonstrieren. Die Stacheln machen mir auch nebenbei ganz viel Schaden. Einfach nur, um es nochmal zu demonstrieren. So, hier sind noch Raketen. Okay. Ach ja. Ich brauche eine Powerbombe. Weil ich ja keine normalen Bomben habe. So, da unten wäre nebenbei ja, glaube ich, auch nochmal was gewesen. Wenn man das anbombt, dann kommt da so eine Säule rauf und man wird hochgefahren. So, hier haben wir noch mehr Raketen. Ich möchte doch mal gerne was versuchen, jetzt wo wir gerade hier sind, aber dafür brauche ich ein bisschen mehr Energie. Ich muss nämlich einen Scheinsbug machen. Das ist auch gleich eine Sache, die ich auch noch nie versucht habe. Ich schau mal, ob es funktionieren wird. Ich kann für nichts garantieren, weil das ist ein Item da unten, da kommt man eigentlich erst dran, wenn man den Gravity Suit hat. Weil man da theoretisch durch Wasser laufen muss. Man kann es aber auch mit einem schnell aufgeladenen Scheinsbug machen. Und wie gesagt, den habe ich noch nie gemacht. Einfach mal gucken. Erstmal muss ich hier sowieso ein bisschen was wegbomben. So, was haben wir denn hier drin erstmal? Noch mehr Powerbomben. Gut. Wobei, ich glaube, das machen wir dann im nächsten Part. Also, ne? Ich denke mal, ich werde die Super Metroid-Sachen jetzt erstmal in halb Stunden etwa lassen und dann, joa, gucken wir mal weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Tschüss.